Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute mit einem richtig coolen Video. Und zwar habe ich meine Top 10 Lebensmittel für die Diät am Start. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar ist es nämlich so, dass es gewisse Lebensmittel gibt, die deine Diät erleichtern können. Aber es gibt auch welche, die können die erschweren. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, die Lebensmittel zu integrieren, die dir die Diät so ein bisschen erleichtern. Vorher wollte ich aber noch mal ganz kurz was loswerden. Und zwar ist es natürlich extrem wichtig, dass du nicht nur die passenden Lebensmittel integrierst, sondern auch gegebene, sag ich mal, Strukturen schaffst, wie zum Beispiel, dass das Defizit einfach nicht zu hoch ausfällt. Weil wenn du jeden Tag viel zu hoch im Defizit bist, dann kannst du noch so viele tolle Lebensmittel integrieren. Das wird dir letztendlich nichts bringen, weil dein Körper natürlich mit Heißhunger reagiert. Deswegen achtet unbedingt darauf, dass ihr aktiv seid. Dadurch habt ihr es natürlich viel leichter, weil ihr den Verbrauch ein bisschen in die Höhe treibt und dementsprechend nicht leiden müsst, sag ich mal, um zu diäten. Das sind so Parameter, die sind einfach extrem wichtig. Und jetzt fangen wir auch direkt an mit dem ersten Lebensmittel. Und das sind vor allem Lebensmittel, die eine niedrige Kaloriendichte haben. Das heißt, ich zeige es dir direkt mal, und zwar zum Beispiel sowas wie Gurke und Tomate. Also wir fangen hier wirklich basic an, denn man muss sagen, diese Lebensmittel können es einem gerade als Frau natürlich erleichtern. Also wir haben es als Frauen einfach nicht super leicht, denn wir sind nicht so flexibel wie Männer. Wir haben einfach nicht einen unglaublich hohen Verbrauch. Das heißt, wir müssen uns auch so ein bisschen sowas hier zunutze machen, und zwar Lebensmittel, die nicht so viele Kalorien auf das Gewicht haben. Ein schlechtes Beispiel wäre dann Schokolade, weil Schokolade so dicht ist von der Kalorienmasse, dass du ein Stück isst und direkt recht viele Kalorien gegessen hast. Stattdessen kannst du hier so eine ganze Gurke essen und hast nicht mal ein Stück Schokolade drin, ne? Also da muss man wirklich sagen, solche Lebensmittel, die können es einem sehr erleichtern, und die sind natürlich flexibel einsetzbar. Also du kannst dir hier einen Salat machen oder was auch immer. Das heißt nicht, dass du nur das essen solltest. Also man sollte sich nicht auch total vollstopfen damit, weil dann sorgt das natürlich dafür, dass sich dein Körper irgendwann daran gewöhnt und immer so viel Volumen braucht. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, ernährt euch ganz normal, aber wenn ihr mal sehr viel Hunger habt, dann könnt ihr sowas natürlich super gut integrieren. Das kann man ja auch sehr gut auf dem Sofa mal zwischendurch snacken oder ja, einfach mal, wie gesagt, wenn man Hunger hat. Dementsprechend, das ist so, Gemüse ist einfach ein super Lebensmittel, und davon zu unterscheiden ist etwas anderes, und das hole ich mal ganz kurz aus dem Gefrierfach. Und damit kommen wir nämlich direkt schon zum Lebensmittel Nummer 2. Ich habe das bewusst unterteilt, weil es natürlich so ist, dass diese Gemüsesorten, die ich euch gerade gezeigt habe, die haben eigentlich nur oder bestehen nur aus Wasser. Das heißt, die haben kaum Mikronährstoffe im Vergleich zum Beispiel zu Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl. Das sind auch Gemüsesorten, die natürlich auch super gut sättigen, aber auch eben mikronährstoffreich sind. Und Ballaststoffe sorgen eben dafür, dass du länger satt bist. Und das ist extrem wichtig in der Diät, und es sorgt natürlich auch dafür, dass wir gesund bleiben. Also gerade wenn wir jetzt auf Diät sind, da sind wir die ganze Zeit in einem Kaloriendefizit. Das ist für unseren Körper nicht super geil. Dementsprechend muss man natürlich schauen, dass man gesund bleibt. Und da ist Gemüse wirklich das A und O. Und ich würde euch nicht empfehlen, Tomate oder Gurke als Gemüse zu sehen, weil das einfach keine Mikronährstoffe enthält. Also das besteht eigentlich hauptsächlich nur aus Wasser. Und hier, das sind wirklich Mikronährstoffbomben. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ganz bewusst Kaisergemüse herangezogen, aber hier auch Rosenkohl. Rosenkohl ist sogar noch mikronährstoffreicher als Brokkoli. Also falls ihr da wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dann holt euch auf jeden Fall Rosenkohl. Aber ich wollte es, wie gesagt, nochmal explizit unterscheiden, weil man natürlich sagen muss, Mikronährstoffe sind so wichtig in der Diät, und es geht nicht nur darum, sich zu füllen, sondern natürlich auch, um gesund zu bleiben. Und wir kommen auch direkt zu Lebensmittel Nummer 3, und das sind Kartoffeln. Und die sind eigentlich sogar, oder man müsste sie eigentlich sogar auf Platz Nummer 1 setzen, denn das sind wirklich die sättigsten Lebensmittel ever. Und da wollte ich euch direkt mal etwas vorstellen. Und zwar ist das eine Studie, die hat einen Index erschaffen. Und zwar wurde diese Studie von der Universität von Sydney in Australien durchgeführt. Und die haben einen Index erstellt, welche Lebensmittel inwieweit sättigend sind. Also die Sättigung der Lebensmittel wurde bestimmt. Und als Marker haben die zum Beispiel Weißbrot genommen. Das hat einen Index von 100. Alles, was da drüber ist, ist dann eben noch sättigender. Alles, was da drunter ist, ist weniger sättigender. Was ist auf Platz 1? Kartoffeln, und zwar mit großem Abstand. Also Kartoffeln sind wirklich sowas von sättigend. Wenn ihr da irgendwie Probleme habt, dann greift unbedingt auf Kartoffeln zurück. Und ganz viele essen ja Reis, Chicken, Brokkoli. Das ist ja so ein Bodybuilding-Ding, sag ich mal. Aber Kartoffeln sind mikronährstoffreicher als Reis. Wir bleiben noch ganz kurz basic, und zwar natürlich Lebensmittel Nummer
4, isst Obst. Und zwar ist Obst natürlich auch in der Diät super wichtig, weil da einfach Vitamine enthalten sind. Ich habe eben schon gesagt, Kaloriendefizit, du gibst deinem Körper nicht alles, was er braucht. Das heißt, gerade dann muss man darauf achten. Aber hier wollte ich noch mal ganz kurz sagen, es gibt eben Obstsorten, die sind besser zu integrieren und Obstsorten, die sind schlechter zu integrieren. Auch hier auf der Skala gibt es nämlich tatsächlich sehr weit oben zwei Obstsorten, die sehr gut für eine Sättigung sorgen. Und zwar einmal Orangen auf Platz 4 mit einem Prozentsatz von 202 und Äpfel mit 197. Ich habe hier mal das Beispiel genommen, Banane und Apfel, also Apfel sehr gut sättigend, Banane für die Kalorien so semi-gut, sage ich mal. Aber trotzdem heißt es nicht, dass du es nicht integrieren solltest. Also ich mache meinen Porridge auch immer mit Banane. Aber trotzdem, habt es im Hinterkopf und Obst ist natürlich noch ein bisschen kalorienreicher als Gemüse. Deswegen habt das auf jeden Fall im Hinterkopf. Und was ich ja extrem liebe, sind vor allem Beeren. Ich habe jetzt hier mal Heidelbeeren geholt. Könnt ihr natürlich auch sehr gut gefroren kaufen und damit einen Smoothie machen oder so. Und ich persönlich liebe einfach Beeren. Also ich finde, die machen auch so, die nehmen einem auch so die Lust auf Süßes. Also wenn ich jetzt Beeren gegessen habe, muss ich nicht zwangsweise noch Schokolade immer essen. Natürlich hat man auch immer Lust auf Schokolade, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, Beeren sind schon eine richtig feine Sache. Und die sind natürlich auch Next Level Mikronährstoff. Also damit boostet man natürlich auch seine Gesundheit. Ich habe gerade schon gesehen, ich rede wieder zu viel. Wir kommen direkt zu Lebensmittel Nummer 5, Haferflocken. Einfach ein super Lebensmittel in der Diät, weil auch so flexibel einsetzbar. Du kannst damit alles machen, Porridge. Du kannst es ja auch mahlen. Also du kannst es wirklich mahlen und als Mehl sozusagen verwenden und damit backen. Also das sind einfach, das ist so ein kleines Helferlein, was einen wirklich mega gut in der Diät unterstützt und natürlich mega krass ballaststoffreich ist. Und dementsprechend, wir haben ja gelernt, Ballaststoffe sorgen auf jeden Fall auch für eine vermehrte Sättigung, weil die einfach länger brauchen, um verdaut zu werden. Und dementsprechend baut auf jeden Fall Haferflocken in eure Diät ein. Und wir kommen zu Lebensmittel Nummer 6. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen zusammengefasst, weil ich finde, die gehören irgendwo alle zusammen. Und zwar sind das proteinreiche Lebensmittel. Wir wissen, Proteine sind in der Diät extrem wichtig, denn wir möchten natürlich unsere Muskulatur so gut es geht halten. Das heißt, wenn ihr auf Diät seid, schaut wirklich, dass ihr mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine konsumiert. Und da seid ihr wirklich offen, wie ihr das macht. Also ich persönlich kann nur sagen, ich greife sehr, sehr gerne auf Proteinpulver zurück. Kennt ja schon unser Evo Whey, das sehr, sehr, sehr verträglich ist. Damit hatte ich zum Beispiel in der Vergangenheit immer Probleme, dass ich Proteinpulver nicht vertragen habe und das hat mir das total erschwert. Hier haben wir Laktase und Verdauungsenzyme mit drin und dementsprechend, da gibt es wirklich gar keine Probleme mit der Verdauung. Und ich persönlich mache damit ja eigentlich alles. Also ich trinke das mal als Shake, mache es in den Smoothie oder mache mir einen Porridge und das feiere ich einfach so flexibel. Du kannst es dir mitnehmen und das erleichtert mir mein Leben extrem. Also ich hatte früher immer Probleme auf meine Proteinpulver zu kommen. Proteinpulver hat das halt super geregelt. Aber man muss natürlich sagen, das ist jetzt nicht so, dass Proteinpulver das einzige Lebensmittel ist, mit dem man seine Proteine decken kann. Fisch und Fleisch habe ich jetzt nicht geholt, weil ich ja so gut es geht. Also Fisch esse ich manchmal noch, aber Fleisch eigentlich nicht mehr. Und dementsprechend, ich kaufe das nicht mehr. Also ich esse es, wenn dann nur noch, wenn wir essen gehen. Und dementsprechend, ja, habe ich das jetzt einfach nicht geholt. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das hat nicht so viele Kalorien, ist meistens recht fettarm. Ein gutes Beispiel ist auch Magerquark. Das könnt ihr auch sehr gut integrieren. Also das ist alles so auf einem Level, würde ich mal sagen. Ne? Denkt immer daran, dass ihr auf jeden Fall eure Proteinsynthese aktivieren solltet. Das heißt, eine proteinreiche Mahlzeit ist nicht einfach eine Mahlzeit mit 10 Gramm Protein, sondern da sollten schon so mindestens 30, 35 Gramm Proteine drin sein, damit ihr ein passendes Aminosäurenprofil habt. Nicht nur für den Muskelaufbau wichtig, sondern auch für den Muskelerhalt. Und jeder möchte Muskeln erhalten, das will ich nochmal betonen, weil Muskeln sind wirklich das A und O für unseren Körper. Ich habe jetzt hier auch noch Hülsenfrüchte mit reingepackt und hier haben wir das Beispiel, dass es gar nicht so leicht ist, die Proteinsynthese zu aktivieren. Also von den Hülsenfrüchten braucht man echt sehr viel, um auf das passende Aminosäurenprofil zu kommen. Und das muss man halt erstmal mit der Verdauung, ja, ausmachen, sage ich mal. Deswegen für mich persönlich keine gute Alternative, aber für viele, die vegan sind, natürlich auch, weil man muss es ja nicht nur so essen. Man kann es ja auch mit verschiedenen Lebensmitteln kombinieren oder einfach irgendwas mit Hülsenfrüchten machen und danach noch einen Proteinshake, einen veganen Proteinshake trinken. Das geht natürlich auch. Und wir kommen zum Lebensmittel Nummer, ich glaube 7, ich weiß es nicht mehr. Und zwar sind das diese Cognac-Nudeln oder beziehungsweise diesmal ist es Reis. Ich persönlich
will noch mal betonen, ne, bevor jetzt hier irgendwer wieder schreibt, das heißt jetzt nicht, dass ihr nur noch solche Nudeln essen sollt. Ne? Also bitte esst abends ganz normale Nudeln. Auch Nudeln sind in der Diät vollkommen okay. Aber wenn es um das Thema Sättigung geht und ihr habt jetzt irgendwie mittags mal Hunger auf Nudeln, aber ihr habt gar nicht so viele Kalorien frei, weil ihr eben eine Frau seid und nicht so groß und einfach nicht so einen hohen Verbrauch habt, dann kann man sich auch einfach mal sowas machen. Mit Tomatensauce, mit kleinen Tomätchen noch rein. Also das ist so vielseitig einsetzbar. Und Leute, das hat so wenig Kalorien. Pro 100 Gramm 8 Kalorien. Das ist das Problem, wenn man einfach in einem durchredet. Wir kommen zum Lebensmittel Nummer 8. Und das sind Leitgetränke. Ich habe jetzt hier so einen Eistee genommen. Und hier will ich nochmal ganz kurz betonen, Süßstoffe sind keine schlechte Sache. Ich würde mich aber niemals nur auf Süßstoffe fokussieren und niemals nur auf Zucker. Weil es gibt ja die hassen Zucker und es gibt die hassen Süßstoff. Macht doch einfach eine Balance und esst alles, was ihr möchtet, aber einfach von allem ein bisschen. Weil das Ding ist natürlich, Süßstoffe haben den Vorteil, dass sie keine Kalorien haben. Das ist super, weil was ist unser größter Feind eigentlich tatsächlich? Übergewicht. Ne? Übergewicht und Bewegungsmangel ist sehr, sehr schlecht für unsere Gesundheit. Wenn du es verträgst, dann hast du mit Süßstoffen keine Probleme. Und trotzdem würde ich nicht nur Süßstoffe konsumieren, ne? Um das nochmal zu sagen. Aber es ist einfach eine gute Sache, weil du keine Kalorien trinkst und Kalorien hat man so schnell getrunken. Das geht ratzfatz, da hat man 100, 200, 300 Kalorien drin und du merkst es nicht. Und wir haben auch noch Tee. Und ich finde, Tee ist so ein super Lebensmittel, gehört jetzt auch zu der Kategorie. Das ist jetzt kein richtiges Lebensmittel, aber das Ding ist natürlich, dass Tee einfach auch so ein bisschen die Lust auf was Süßes nimmt. Also trinkt einfach mal abends einen Tee und wenn ihr Hunger habt, zum Beispiel auf irgendwie Schokolade und es wird euch direkt weiterhelfen. Ich schwöre es euch. Vorletztes Lebensmittel. Und das ist wirklich auch in der Skala drin. Und zwar Popcorn. Es ist auf Platz, passt auf, ja, auf Platz 12 immerhin. Und zwar ist Popcorn mit 154 Index richtig, richtig gut. Und man muss natürlich nicht immer fertig Popcorn holen. Man kann sich auch eine Popcornmaschine holen, das selber machen. Aber ich muss sagen, ich finde das richtig nice. Und zwar, hier kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, wie lange isst man an etwas? Und an Popcorn isst du richtig, richtig lange. Schokolade, schlechtes Beispiel. Mega viele Kalorien und du hast es wirklich eingeatmet. Deswegen, Leute, greift auf Popcorn zurück. Das ist ein mega Lebensmittel für die Diät, falls ihr mal was Süßes haben möchtet. Ich bin ein Fan davon, sich alles zu gönnen, was man möchte. Wenn du gesund bist, wenn du dich viel bewegst, wenn du kein Übergewicht hast, dann kannst du dir auch Süßigkeiten gönnen. Also sorry, aber da bin ich auf jeden Fall auf diesem Stand und würde ich mir auch niemals nehmen lassen. Und wir kommen zum letzten Lebensmittel. Und zwar geht das auch in diese Richtung. Und zwar, wenn man so ein bisschen snacken möchte, haben wir hier Pombeeren und zwar genau das gleiche wie Popcorn. Du isst unglaublich lange dran, isst dafür aber gar nicht so viele Kalorien und natürlich sind das jetzt nicht die gesündesten Lebensmittel, aber glaubt mir, das macht keinen Unterschied, wenn ihr euch mal Popcorn gönnt. Ich habe euch aber auch noch eine Alternative hier und zwar Maiswaffeln, die man übrigens auch richtig geil machen kann und zwar, wenn man die klein macht in der Pfanne und so ein bisschen mit irgendeinem Süßstoff oder was auch immer für einen Zuckerersatz, man kann auch Zucker nehmen, dann schmeckt das tatsächlich auch so ein bisschen wie Popcorn. Also das könnte man zum Beispiel auch nehmen als Alternative, aber sowas zum Beispiel ist richtig praktisch, weil du auch wieder lange dran isst und diese Essenszeit spielt in der Diät wirklich eine sehr große Rolle. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Inspiration geben und ich hoffe, es ist nicht zu lange geworden. Ich gucke gerade mal, aber ich glaube, es ist lang geworden. Naja, schaut es euch gerne trotzdem natürlich ganz an und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Genießt das Leben. Ihr habt nur dieses eine Leben, auch in der Diät und wir sehen uns im nächsten Video.